Wie immer ist die Cam genau da, wo sie hingehört. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Sehr gut, wie immer. Wir wollen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Erstmal den Klassiker. Boah, Alter. So. Irgendwo hängt meine Maus, hängt irgendwo. Egal. Also, wir sind im Minental. Meine Meinung will ja keiner hören. Alter, ist so laut hier drin. Jemand wird dafür büßen müssen. Ist mir egal. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke in der Hoffnung, dass sie noch ein neues Maul halten. Nee, tun sie nicht. So, also, ich bin im Minental. Was bringt mit, was mache ich hier im Endeffekt? Ich habe einmal das Gold. Dann habe ich noch irgendwas, glaube ich. Nee, ich glaube, ich habe außer dem Gold habe ich hier eigentlich gar nichts. Da ist immer schon wieder eine Sackgasse. So. Um zur Anlegestelle der Piraten zu kommen, muss man zum Hafen von Korinnes. Wenn man auf der Kaimauer steht und aufs Meer hinausschaut, muss man rechts die Küste entlang schwimmen. Ja, wenn ich jetzt komplett bescheuert bin, dann war das da, wo ich eh schon war. Aber da ist halt irgendwie nichts. Ja, da bin ich komplett bescheuert und der meint jetzt das beim großen Schiff dort. Weil ja, das ist halt eine Anlegestelle, ne? So. Das Auge Inners, ja, da haben wir das leichte Problem, dass der Petros sich das Ding gekrallt hat. Okay, im Kloster haben sich Sorge von Novizen klauen lassen. Ich kann dem Verräter Pedro jetzt hinterherrennen, hoffen, dass er noch nicht an irgendjemanden verkauft hat. Ja, wo genau ist der hingerannt? Das weiß jetzt keiner. Das heißt, die mussten da halt wirklich suchen. Die vermissten Leute, wie schon gesagt, Sackgasse. Die vermissten. Da fehlt Nuhana, Joey. Weiß ich nicht, was damit ist. Ärger in der Miliz. Ne, mit der Miliz, da habe ich auch noch nichts. Mit der wird später wahrscheinlich nochmal irgendwas kommen in dem. Da gibt es ja das eine Banditenlager. Es wäre möglich, dass da was noch was ist. Das wäre gut möglich. Wenn der Sound jetzt übrigens irgendwie wieder scheiße eingestellt ist, dann liegt das vielleicht daran, dass ich das Mikrofon wieder umgestellt habe. Das Experiment, ja, das ist auch. Das Ding ist einfach aufs Maul. Pepe kann ihn nicht aufs Maul hauen, ohne dass mir irgendjemand abstechen will. Die Hände der toten Harpier, ja, den das bekommt er nicht. Den muss ich irgendwie versuchen, wenn ich einen Drachensnapper töten kann, was aber ja nicht so schnell der Fall sein wird. Habe ich so das Gefühl zumindest. Den habe ich nicht gefunden, allein schutzlos. Wolf, keine Ahnung, wo der hin ist. Sie haben sein Haus vertrieben. Ja, das dauert. Ich kann nicht mehr als einen auf einmal bekämpfen. Da sind halt drei drin, glaube ich. Ich hätte versuchen, einzeln rauszuziehen, aber wie gut das wirklich funktioniert, haben wir eh schon gesehen. Mentaler Angriff zu finden. Ja, dafür braucht er aber so ein Buch. Das heißt, ich muss erst mal irgendwen kaputt knüppeln, der besessen ist. Das einzige hier unten eigentlich ist das. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Außer natürlich, Pedro ist irgendwo hier unten, aber ich weiß nicht. Die direkten Agenten von Belia, die sind ja im Dings. Nee. Die direkten Agenten von Belia, die sind ja nicht im Minental, sondern da oben. Deswegen hätte ich fast gedacht, das ist eigentlich auch im normalen Tal. Finde immer noch gut, dass sie hier auskommen. Ja, pack weg. Die hofft immer noch, es gibt einen Ring mit meiner Regeneration. Vielleicht sollte ich mal die Wassermagier aufsuchen. Vielleicht ist bei denen wieder irgendwas. Da ist mehr Hering. Da ist immer noch nichts Neues bei. Außer zwei Runensteine, die ich noch nicht verwenden kann.
Feuerball, Junge. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass den Ork-Krieger damit töten kann? Wahrscheinlich sehr niedrig. Nun, okay, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mehrere sind, auch nicht so niedrig. Klar ist der hintere, der ist der vordere, der hat schon. Okay. Also sind wieder ein paar Hits drin. Mir ist gerade jetzt gerade spontan aufgefallen, dass ich drei Feuerbälle jetzt werfen können, bevor ich um bin. Damit haben wir uns die Agro weg. Jetzt werfen wir uns ein Kraut ein. Okay, sie haben doch nicht die Agro weg. Normalerweise haben sie es aber beim Schrei die Agro weg. Können die sehr weit ziehen, muss ich feststellen. Hätte, denke ich, schon längst die Agro verlieren müssen, die Jungs. Sag mal, willst du mich verarschen? Mit der Feuerabwehr hat das definitiv getroffen, aber hey. Ist ja nur der stärkere Feuerball. Warum sollte das auch nicht daneben gehen? In einer geraden Linie. Wo seid ihr, Wichser? Natürlich ist wieder... Es ist nur der Ahne. Sag mal, willst du mich verarschen? Haben die nur eine gewisse Range? Oder was ist das für ein Bullshit? Bleibe hier, du dämst... Ja, Stück Scheiße, Alter. Bleib hier und stirb. Du Drecksbastard, du Elender. Oh, trotzdem haben wir noch zwei verfehlt. Obwohl ihn der aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen hat. Interessant. Wollt ihr mir irgendwie erklären, wie das zustande gekommen ist? Oder nehmen wir das einfach nur hin? Willst du mir erzählen, der andere, der eigentlich schon gar nicht mal mehr ansatzweise in der Nähe war, der kommt auch? Willst du mir das gerade erzählen? Nee, aber du wirst mir erzählen, dass der schon wieder nicht die Agro verliert, obwohl er eigentlich gerade die Agro verloren hat. Guck mal, schon immer sehr gut einschätzen, das Spiel, du. Ja, jetzt muss ich 20 Kilometer weiter rennen, weil sonst kriegt er direkt wieder Agro, was eigentlich gar nicht passieren soll, dürfte. Ja, da ist er nämlich schon wieder. Es ist... Das dürfte eigentlich nicht passieren, aber es passiert. Warum? So, jetzt hat er wieder die Agro verloren. Jetzt bleibe ich stehen und dann hat er direkt wieder Agro. Wetten? Ja, nämlich. Es ist... Das darf... Das passiert nicht. Das kann normalerweise nicht passieren, sowas. Wieso passiert das? Das Schöne ist, sie können ja auch hier nirgends zu einem NPC... Alter, was ist denn das jetzt für ein Bullshit hier? Diese Lautstärke, das ist ja der Hammer. Ja. Könnt ihr ernsthaft meinen, ich habe das auch so weit wie nur irgend möglich runtergedreht in Sounds? Aber das war jetzt wieder so erbärmlich laut. Alter, das ist so scheiße laut. Und natürlich ist das Ding hier aus Stahl. Natürlich ist es aus Stahl. Und das kann's gar nicht. So, jetzt stell dir mir vor dem seinen scheiß Arsch und jagen wieder einen Feuerball rein und die anderen beiden gehen wieder daneben. Tatsächlich haben diesmal zwei getroffen. Nochmal was Neues. Ja, nerv nicht rum, Alter. Ein scheiß Ork und ein sauleutes Geräusch, das überhaupt keinen Sinn ergibt, weil eigentlich der Sound auch fast schon null unten ist.
Das zusammen, das gibt mir wieder richtig viel gute Laune. Ihr habt das komplett runtergedreht, da bin ich blöd jetzt. Hey, guck das jetzt noch. Ich bin mal 100% sicher, ihr habt das mal runtergedreht im Mansfield. Ne, das ist Video. Drecksvieh. Ich finde es übrigens immer noch super gut, dass das Sound und Stimmenlautstärke an dasselbe Regler sind. Ja, das ist super. Finde ich super. Finde einfach unfassbar gut. Ich hasse es wie die Pest. Schön ist es hier nicht nur in dem Spiel. Ist in anderen Spielen auch, vor allem bei älteren. Eigentlich nur bei älteren. Neuen ist es immer ein separater Regler. Die Geräusche. So. Diese Nachtgeräusche sind wahrscheinlich immer dieser penetrante Haufen Scheiße, der mir so auf den Nerv geht. Deswegen sollte ich in der Nacht nicht rumrennen. Na, Nummer 1. Jetzt haben wir einen Feuerball und versucht den Nahkampf. Weh, da ist ein Duchana. Unfair. Ich habe 100% geblockt. Aber ich habe 700% ich geblockt, aber garantiert. Zu 700% garantiere ich euch, dass ich geblockt habe. Aber das ist im Spiel seit jeher wurscht, ob ich block oder nicht. Feuerball. Dann stellen wir uns hier hin, weil sonst schmeißt das hier wieder daneben. Zum Bullshit, Alter. Jetzt wollen wir halt wieder auf die Nummer. Obwohl du überhaupt keinen Bock drauf hab eigentlich, weil es mal viel zu lange dauert, weil die hier nie Aggro verlieren, egal was du machst. So, wenn das Geschrei kommt, haben die normalerweise immer Aggro verloren, aber die beiden, die machen das nicht. Die rennen da weiter nach. Na? Ach, plötzlich doch. Plötzlich macht das doch. Du mieses Stück Scheiße, einfach ignoriert deinen letzten Feuerball. Klar tut er das. Nichts zu plündern. Gibt ja voll viel Sinn, dass er das einfach so macht. Mein Feuerball ins Gesicht, wem tut denn das schon weh? Voll nachvollziehbar.
Absolut nachvollziehbar. Aber so ist tot. Wehe, du hinten kommst du ein Ork oder nur wird der Stärkeres. Wenn dann bin ich richtig abgefuckt. Noch zwei Ork-Krieger, wäre ja Zampfuch gewesen, ne? Es wäre zu Zampfuch gewesen. Wenn es nur zwei sind bei einer komplett unbedeutenden Gegend. Es müssen ja vier sein. Ja, der hat nämlich. Da gibt's nichts Konstantes bei der Agro von den Orks. Da gibt's nichts Konstantes. Die gehen auf richtig hart auf Arsch. In allen Belangen gehen die Orks dann richtig hart auf den Sack. Das ist der Hammer einfach. Das ist ziemlich old und nicht normal, was mit den Orks hier ist. In dem Spiel, das ist der Hammer. Man ahnt wohl, dass sie auch eher aussehen wie offen als wie Orks. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Utterjacke. So, weiterhin, sonst kriegt er wieder Aggro. Klar ist das out of range. Warum sollte auch ein Fernkampfspell in Range sein, auf Entfernung? Das ist ja komplett sinnfrei. Das gleiche, als würde ich mit einem Bogen auf Entfernung schießen wollen. Wer will denn das? Gibt doch keinen Sinn. Nummer 3. Also wenn es mal sonst nichts bringt, immerhin kriege ich Erfahrung durch diesen Bullshit. Mit Bullshit meine ich übrigens Bullshit. Und meine Nase läuft immer noch und das geht mir immer noch auf den Sack, aber es ist lächerlich. Es ist. Wie da ist ein Nuhana irgendwo im Weg. Ja, natürlich ist ein Nuhana! Da hätte man die Schnauze gehalten! Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann die Orks in dem Spiel einfach nicht mehr sehen. Mir ist selten was so sehr auf den Sack gegangen wie die Orks in Gothic. Das ist der Hammer. Ich brauche ein Schwert, das auf Mana skaliert und dann brauche ich noch ungefähr 700 mehr Mana. Mit 700 meine 7000. Ja, nerv nicht rum. Und die Tatsache, dass so ziemlich jeder Gegner ungefähr mit dem dritten Schlag crittet immer, nur ich nicht. Dass hier jeder mit dem dritten Schlag hat crittet, nur ich nicht, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die mir hart auf den Sack geht.
Ja, dann glitscht halt irgendwo den Arsch der Welt. Ist schon recht. Die Orks fucken mich so hart ab in dem Spiel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sehr die mich abfucken. Das könnt ihr euch echt einfach nicht vorstellen, wie sehr diese elenden Drecksviecher mich abfucken. Ich schwöre, wenn du noch einmal da hochglitscht, ne, dann reich irgendwas ein, reich irgendwas irgendwo ein. Ich weiß nicht was und ich weiß nicht wo, aber ich tu's. Dass sie auch nur, dass sie größer sind und trotzdem schneller als ich, das ist natürlich der nächste Punkt, wo man ja leicht auf den Nerv geht. Guck mal gleich wieder, ne. Okay, scheinbar muss ich inzwischen warten, bis sie die Waffe wegstecken, dass sie überhaupt keinen Aggro mehr kriegen. Oh, das ist einfach vor ihm senkrecht den Boden runtergefahren. Warum auch nicht? Mann, das ergibt mir voll Sinn. Oh, guck mal, er hat gekrittet. Das ist einfach vor ihm senkrecht. Es trifft ihn normalerweise und tötet ihn. Aber nee. Das scheiß Feuerball hat sich einfach mal gedacht, yo. Ich würde den jetzt zwar töten, aber nee, ich mache lieber eine senkrechte und den Boden trifft nicht. Wenn es nicht so lächerlicher Bullshit wäre, dann wäre das fast lustig. Aber das ist halt ein Fakt einfach. Ein Fakt, da war einfach nur ein lächerlicher Bullshit. Wieso? Wieso passiert das ständig? Genau deswegen, meine Damen und Herren, brauche ich Secondary nur ein Schwert. Weil Zauber im Nahkampf, die sind ungefähr so genau, die Genauigkeit ist ungefähr auf dem Niveau. Das würdest du, na, was wollte man jetzt sein? Das würdest du versuchen, jemanden auf 2 Kilometer Entfernung eine zu scheuern. Es wird einfach nicht funktionieren, du kannst machen, was du willst. Wenn jetzt noch irgendwo ein Ork ist, ne? Prall gefüllter Lederbeutel. Wenn das jetzt ein... Wenn das jetzt Diegos Sack ist, ne? Da muss ich erst mal ein paar Fragen. Muss ja mir nachher nochmal ein paar Fragen beantworten. Beinhaltet erstens einmal, wieso liegt das Ding einfach so da? Und zweitens, was kriege ich dafür, dass ich dir das Ding nicht einfach abziehe für dich Scheiße hier? Aber wir sind Freunde. Ja. Sagen wir mal so, ne? Das mit der Freundschaft, das ist relativ... Ich würde das jetzt sagen, ich wäre jetzt dann nicht ungefähr abgetan, diese Freundschaft zu beenden, wenn man jetzt schon mehrfach versucht hätte, mich umzubringen, indem man mir irgendwo hinschickt, wo alles voll ist mit Orks. Mehrfach. Ja, mal kurz erwähnen. Und grundsätzlich irgendwie nur auf den Nerv geht. Na okay, Diego geht noch am wenigsten auf den Nerv. Ja, war denn der, der so elends auf den Nerv gegangen ist? Ich glaube tatsächlich, von denen ist mir eigentlich gar nicht richtig auf den Nerv gegangen. Ja, ist egal. Irgendwann ist mir übel auf den Nerv gegangen. Wer war denn das? Weiß ich nicht mehr. Nee, Lester geht mir so halb auf den Nerv, weil ich ums Verrecken nicht mehr weiß, woher ich den Typen kenne. Oder besser gesagt, kennen sollte. Ich weiß, den kenne ich von irgendwo, ja, aber ich weiß nicht mehr wo. Von wo. Mann, der war so ein Sektendude, aber das hilft mir auch nicht. Das waren viele andere auch. Von was war der nochmal? Oh, Tränke. Bade relativ sinnlos, weil ich die schon längst nicht mehr brauche. Prall gefüllter Beutel. Weißt du was, ich liest das mal. Das ist nicht da. Wo ist denn der Sack? Hier so. Diegos alter Lederbeutel. Ist das...
Prall gefüllter Sack ist da doch gestanden, oder nicht? Wenn ich schon mal hier bin, soll ich mich durch die Orks durchschnetzeln und nach oben hoch? Soll ich's machen? Schwachsinn, ey, das ist... Als wenn es wenigstens lustig wäre, gegen Orks zu kämpfen, aber nee, es geht einfach nur hart auf Arsch. Es geht wirklich nur auf den Nerv, mehr tut's nicht. Bei anderen Gegnern, die auf den Nerv gehen, das ist wenigstens noch lustig, gegen die zu kämpfen, aber Orks sind einfach nur... Die gehen dann einfach nur geschlossen auf den Sack. Ganz ruhig. Nichts kaputt machen. Ja, das kann ja aber nicht sein. Ja, das kann nicht aber nicht sein. Was ist das für ein elender Scheiß? Jetzt haben wir nur Gewitter und es ist dunkel. Komm. Gewitter, es ist dunkel. Vorne sind Orks überall. Natürlich geht der letzte Feuerball wieder, der ihn eigentlich töten würde, wieder einfach vor ihn in den Scheißboden rein. Weil alles andere würde nur Sinn ergeben. Ja, die Feuerbälle, das sind einfach pazifistische Feuerbälle. Die wollen niemanden töten. Komm mal langsam vor. Normalerweise ist es der Witz an Feuerbällen, dass sie, egal ob du es willst oder nicht, vermutlich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit dein Ziel töten werden. Und nicht nur töten, sondern auch verbrennen. Auf elendeste Weise. Das ist normalerweise der Sinn von dem Feuerball. Oh nee, nicht in Goffig. Das sind pazifistisch, du. Warum bin ich nicht pennen gegangen vorher? Na, ja, guck mal. Wolfsfell, das ist ein Feuer. Wolfs. Ne, das ist ein Wagfell, das ist eine Spruchrolle, Steinbrecher. Trank und Apfeltabak. Ist hier hinter was? Nö. Die Blitze nerven auch nur ein bisschen. Frage ist, wie viele Orks kommen jetzt noch? Solange sie da einzeln sind, geht's hier noch. Nein, und nachher, als ich gesagt habe, ich versuche mal den Weg hier zu clearen. Ja, fuck that, dann geht's zurück. Okay, da waren doch ein, zwei mehr, als ich es erwartet habe. Und vor allem ein bisschen näher, als ich es erwartet habe, eigentlich. Vor allem näher. Stehen da einfach, ich glaube, 10 Dudes und ein Schamane. Aber eiskalt direkt da, wo ich rausgehe. Gehen wir einfach mal durch den sinnfreien Tunnel hier. Der ist irgendein Grund innen heller als es außen. Wissen wir nicht warum, passiert einfach. Und irgendwie hat OBS leichte Probleme mit dem Ladebildschirm. Aber die Musik hier in dem Part hier finde ich gut.
Wieso raucht der Baum? So, ich hab Diegos Shit. Aber immerhin war ich wenigstens nicht umsonst da unten drin. Ich bin gerade am Überlegen. Wo könnte Pepe hin sein damit? Verkaufen, ne? Da gibt's nicht viele Möglichkeiten. Hast du entweder das Söldnerlager. Oder eben die Hafenstadt. Und die Hafenstadt mit einem geklauten Auge Innos zu gehen, ist eher eine blöde Idee, solange die Paladine da rumgammeln. Man, meine Haupttheorie ist immer noch, dass er irgendwo im Minental zum Minental gegangen ist. Weil da halt diese Facker sind. Die Belia-Facker. Gut, hier draußen ist alles voll mit Belia-Fackern, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bräuchte wahrscheinlich Eiszauber, dass ich anständig gegen die Drachensnapper gehen kann. Naja, ihr habt es schon mal gefragt, ich hab das schon ein paar hundert Mal gefragt und ich frag's wieder, kann man Waffen verzaubern? Weil da haben wir die Eiskalt einfach ein Schwert nehmen, wo ich dann so Frostschaden drauf mache. Und da würde ich einfach Blitz- und Feuerzauber lernen. Da habe ich doch mal die wichtigsten Sachen abgedickt. Ey, probier's nochmal, aber das wird eh nicht funktionieren. Er wird's auch nicht. Es ist egal, was ich mache, das Vieh ist schneller. Obwohl es an sich gehen würde, wenn ich mehr Mana hätte. Wird's problemlos gehen. Danke fürs Nicht-Schlagen. Danke. Der Fehler regt mir auch schon seit Start vom Spiel auf. Ey, Alter. Das ist wahrscheinlich kein Fehler, es ist garantiert kein Fehler, es ist einfach nur... Wieso hab ich einen Feuerpfeil jetzt? Ich hatte vorher die ganze Zeit einen Feuerball. Was ist denn mit dem Spiel? Lass das doch. Wechseln. Und schlag aber wieder nicht. Er schlagt aber schon wieder nicht. Wieso schlagst du nicht, du Tricksau? Wieso schlagst du nicht, Alter? Das ist doch nicht wahr. Das könnt ihr mir doch nie erzählen. Wechsel. Danke. Danke, danke, danke. Und schon wieder. Und dann geht das Vieh einfach spontan out of range. Warum auch nicht? Ist es so logisch, dass es passiert? Na, ernsthaft, wieso hast du einen Feuerball ausgerüstet? Das ergibt keinen Sinn. Aber das Vieh ist mit einem Biss nicht out of range. Ich bin mit einem Langschwert, bin ich out of range, aber das Vieh ist aus der gleichen Entfernung mit einem Biss, der wohl deutlich kürzer ist eigentlich von der Range her, nicht out of range. Ergibt so viel Sinn, dass ich schon fast kotzen möchte. Boah, Alter, das ist doch nicht wahr. Und da sagt noch mal einer, die Dark Souls Spiele versuchen anhat abzufacken. Das ist ein Scheiß gegen das hier. Oh. Vielleicht mache ich einfach nur irgendwas elendiglich falsch. Das ist immer die Möglichkeit. Ich werde das nie ausschließen, dass es mein Fehler ist. Aber langsam sicher geht's mir hart auf Arsch.